Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja Leute, ich befinde mich gerade in der Nähe von dem Bahnhof Dortmund-Scharnhorst. Hier war ich ja schon des Öfteren gewesen und habe Trainspotting-Videos gemacht. Aber ich bin heute nicht hier, um hier Trains zu spotten, weil das lohnt hier nicht irgendwie, weil hier fahren nur IC, ICE und Regionalbahn und Eurobahn lang. Aber was ganz interessant ist, der Bahnhof wird von Grund auf erneuert. Vielleicht wissen es einige schon, die Strecke Dortmund-Hamm ist also teilgesperrt oder auf einen Abschnitt von 25 Kilometern gesperrt. Ich weiß es jetzt nicht genau, da fehlt mir genauere Info. Bin jetzt auch nicht so der Typ, der alles jetzt recherchieren muss. Aber die ganzen Bahnsteige sind hier aber schon mal abgerissen worden. Es wird geschottert. Ich habe vor kurzem eine Lokmilla hier einfahren sehen mit Schotterwagen. Das habe ich auch aufgenommen. Also das Video, was ich jetzt hier mache, das ist Stückwerk. Ich nehme hier Stück für Stück auf. Ich fahre hier in verschiedenen Abständen her und versuche mal hier ein bisschen zu filmen, was es hier so an Veränderung dann immer gibt und euch das zu zeigen natürlich. Oh, das war jetzt aber ein komisches Deutsch. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu den einen Bahnsteigende oder zu den ehemaligen Bahnsteigende und filme mal da von der Brücke runter, wenn ich da noch drauf komme, damit ihr mal so eine Übersicht bekommt, was die hier genau in Dortmund-Scharnhorst machen. Ja Leute, so sieht der Bahnhof Scharnhorst jetzt aus. Ihr seht, die ganzen Bahnsteige sind weg. Es sind Bagger auf Schienen aktiv. Ja, die haben erstmal alles hier weggerissen. Und den werden sie komplett neu machen. Also so umfangreiche Sanierungsmaßnahmen habe ich echt nicht gedacht. Aber da zeige ich euch gleich noch mehr. Könnt ihr da hinten sehen, da fährt auch noch so ein Kipplader. Ja, jetzt habt ihr nochmal eine Gesamtübersicht über den Bahnhof oder eine etwas höhere Ansicht. Da kommt jetzt auch gerade so ein Bagger auf Schienen auf uns zu. Lass mal erstmal den Bagger hier vorbei cruisen. Naja, das soll es auch erstmal gewesen sein. Ja, so wie das aussieht, machen die das jetzt komplett neu. Ich glaube, die machen da einen Weg hoch, der dann also zur Straße raufführt. Dasselbe machen sie auch auf der linken Seite. Ich habe keine Ahnung, also auf der linken Seite kann man es besser erkennen. Was sie jetzt hier genau machen, weiß ich jetzt nicht. Aber das werden wir ja sehen. Ich komme ja sicherlich nochmal, wie ich ja schon sagte, zwischenzeitlich hierher. Das ist schon ganz interessant hier, wenn man mal guckt, die ganzen Fahrzeuge hier auf den Schienen. Das ist klar, dass sie die ganze Strecke komplett sperren mussten, weil das geht ja gar nicht. Das hätten die ja gar nicht hier hingekriegt, hier den Zugverkehr zu gewährleisten. Gut, ich mache mich mal jetzt auf den Weg da oben hoch zur Brücke, wo der ältere Herr steht. Und dann schaue ich mal von da oben nochmal runter. Und dann soll es das auch gewesen sein. Fürs Erste. Ja, jetzt seht ihr das nochmal von der anderen Seite. Ich stand ja gerade da rechts unten in der Ecke. Allerdings hoffe ich, dass ihr mich gut verstehen könnt, weil ich bin hier direkt an der Hauptstraße. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich bin ja mal gespannt, was die hier zaubern. Thank you.
Wenn ihr jetzt mal guckt, hier könnt ihr das besser erkennen, dass da oben ein Weg runterführt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie diese alte Brücke hier noch lassen, weil die ist auch sehr sanierungsbedürftig. Da gehst du ganz komisch drauf. Ups, da ist schon der Bagger und ist da schon wieder am Rumschrauben hier. Jedenfalls jede Menge Action. Ich vermute mal auf der anderen Seite, wo ich gerade dachte, dass sie da auch einen Weg hin machen, glaube ich eher nicht, weil das ergibt keinen Sinn. Die werden wohl da nur den Weg runter machen, so eine Zufahrt. Ja, und die Brücke werden sie entweder sanieren, ich weiß es nicht, ob sie es so lassen, das werden wir ja sehen. Gut, dann höre ich erstmal für heute auf und guck mal, ob ich morgen nochmal hierher fahre oder übermorgen. Erstmal gucken, lass die mal ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, das Video kommt in Etappen. Ja Leute, die Aufnahmen, die ihr bis jetzt gesehen habt, sind schon etwas älter. Die sind genauer gesagt von 18. Juli. Und ich habe mich heute am 3. September hier nochmal auf den Weg hergemacht, um mal zu gucken, wie weit sie mit dem Baufortschritt des Bahnhofs Dortmund-Scharnhorst sind. Was ich definitiv machen werde, ist hierher fahren, wenn der Bahnhof komplett fertig ist. Es hat sich hier schon sehr viel getan, weil das ist eine Hauptstraße, die fahre ich auch öfters lang. Bin jetzt auch gerade über die Brücke gegangen, da kann man richtig sehen, wie der Bahnhof werden soll. Die haben die Fußgängerbrücke versetzt und so weiter. Und das sieht schon recht vielversprechend aus. Und wie das genau aussieht jetzt oder wie weit sie mit den Bauvorschritten sind, das zeige ich euch jetzt. So, ihr seht, dass sie schon recht gut vorangekommen sind. Ihr habt ja auch in diesem Video schon gesehen, wie sie die Bahnsteige abgerissen haben. Und jetzt haben sie hier komplett schon die neuen Bahnsteige gesetzt oder fast. Und auch neue Laternen. Also es wirkt schon ganz anders. Bahnsteige sind höher, klar. Wird ja jetzt überall so gemacht. Ja, und hinter der Brücke, die ihr da seht, da kommt jetzt die neue Fußgängerbrücke hin, beziehungsweise ihr habt sicherlich die alte noch mal gesehen in dem Video. Da haben sie jetzt eine neue Fußgängerbrücke gemacht mit Fahrstuhl. Die versuche ich euch aber auch gleich noch genauer zu zeigen. Ja, hier könnt ihr sehr schön sehen, die neue Fußgängerbrücke mit Fahrstuhl, beziehungsweise das Gerüst steht schon. Von hier habe ich letztens auch gefilmt, sieht jetzt also schon mal komplett ganz anders aus. Überall Baumaterial. Ich glaube auch, so lange dauert das auch gar nicht mehr hier. Ich denke mal, die müssten in einem Monat, glaube ich, fertig sein. Bin aber unsicher, möchte auch jetzt nichts Falsches sagen. So, ich gehe jetzt noch mal rauf oben zur Brücke und filme noch mal von der Brücke runter, weil da könnt ihr auch noch Bauvorschritte sehen. Und dann soll es das für heute bzw. die Aufnahmen von 3. September erstmal gewesen sein. So, hier seht ihr auch schon den Baufortschritt. Allerdings ziehen sie den Bahnsteig, glaube ich, nicht mehr so lang. Zumindest sieht es bis jetzt so aus. Aber das hat schon was hier. Ja, hier oben an der Straße seht ihr, wo jetzt die Autos rumkommen. Da, wo der Gitterzaun steht, hier rechts, da bauen sie die Bushaltestelle neu. Und dann geht da direkt ein Weg zu dieser Brücke. Die alte Brücke war früher hier gewesen. Aber das wird ihr ja sicherlich gesehen haben in dem Video. Ja, das war es jetzt erstmal. Wie gesagt, heute 3. September und ich will gucken, wann ich das nächste Mal hierher komme. Definitiv versuche ich es nochmal und ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wenn der Bahnhof fertig ist. So, ich habe ja gesagt, ich komme hier in verschiedenen Abständen her und filme den Bahnhof bzw. den Fortschritt vom Bau des Bahnhofs Dortmund-Scharnhorst oder den Neubau des Bahnhofs Dortmund-Scharnhorst. Wir haben jetzt mittlerweile den 2.1.2019. Ich habe jetzt extra so lange gewartet in der Hoffnung, dass ich euch den Bahnhof fertig zeigen kann. Dem ist aber nicht so. Es liegt noch viel im Argen.
Die werden wohl in absehbarer Zeit den Bahnhof richtig fertig machen. Den haben sie wohl, glaube ich, erstmal nur so weit startklar gemacht, dass hier der Zugverkehr gewährleistet ist und dass die Leute ein- und aussteigen können. Ja, ansonsten muss noch viel gemacht werden, aber das seht ihr ja gleich in dem Video selber. Ja, nochmal kurz zu diesem Video hier. Ich habe mir einfach mal überlegt, ich bringe mal so eine Dokumentation von dem Bahnhof, zumal es ja bei mir auch in der Nähe ist. Allerdings bin ich nicht so regelmäßig hierher gefahren, wie ich es mir eigentlich ursprünglich gedacht habe. Zum einen, es war so heiß, wir wissen alle, was wir 2018 so einen Sommer hatten. Und bei 35, 36 Grad, Leute, habe ich was Besseres zu tun, als mich hier hinzustellen und die Baustelle zu filmen. Das hat dann doch nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe, schon durch die Hitze. Und ja, ich wusste auch nicht, wann genau jetzt hier was los ist. Und ich bin auch nicht der Typ, der hier jeden Tag herfährt und mit dem Handy hier rumfilmt. Da habe ich mich eigentlich immer auf mein Glück verlassen. Und deswegen kann ich euch nur diese Aufnahmen präsentieren, die ich bis jetzt hier so zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem etwas. Und wir machen uns jetzt ganz aktuell auf den Weg zu der Baustelle bzw. zu dem Bahnhof Dortmund-Scharnhorst. Da könnt ihr euch jetzt mal eine Übersicht machen, was sie bis dato alles hier an dem Bahnhof gemacht haben. So, hier könnt ihr schon sehen, was sie alles neu gemacht haben. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang des Filmes standen hier noch Paletten und Schutt und sowas. Das ist jetzt alles weg, jetzt haben sie das abgezäunt. Ich denke mal, das werden die noch alles richtig dicht machen, damit hier niemand über die Gleise läuft. So, jetzt könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen. Moment, jetzt kommt ein Zug, den lassen wir jetzt mal vorbeirauschen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt ganz gut erkennen, inwieweit der Bahnhof Dortmund-Scharnhorst jetzt fertiggestellt worden ist. Ihr seht die neuen Lampen, ihr seht die neuen Bahnsteige. Ihr habt ja gesehen, vor 4-5 Monaten stand ich ja auch hier an der Stelle, wo sie da die Bahnsteige da abgerissen haben, wo die Bagger da lang gefahren sind. Aber ihr seht auch gleichzeitig noch, dass noch viel gemacht werden muss. Hier die ganzen Bauzäune, die stehen dann noch, das ist alles noch nicht fertig. Das sind alles erstmal nur halbe Sachen für mich. Ich weiß jetzt auch nicht, wann sie kommen und den Bahnhof hier richtig fertig machen. Ich denke mal, die haben jetzt hier akkord gearbeitet, weil da stand auch was in der Zeitung, dass die ziemlich gelobt worden sind, die Arbeiter, weil es war auch wirklich so heiß, dass sie den Bahnhof jetzt gerade einsatzbereit bekommen haben und den Rest werden die wohl alles nach und nach machen. Naja gut, ich lasse jetzt doch ein bisschen mal hier den Blick auf den Bahnhof schweifen und dann gehen wir gleich mal runter und gucken uns das Ganze nochmal von nahen an. Also den Zug habe ich ja auch noch nicht gesehen, der muss wohl neu sein. Rail Invest.
Ja, das mit dem Zug war gerade ganz cool. Ich habe den Zug selber noch nicht gesehen. Ich kann gar nicht sagen, was so eine Bahngesellschaft das ist. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch nicht der Typ, der ewig im Internet guckt und genau wissen muss, welche Strecke jetzt noch die Deutsche Bahn hat, welche Strecke diese Gesellschaft übernommen hat oder jene. Das ist mir völlig egal. Trotzdem war der ganz schön, der Zug, zumal da alte N-Wagen mit bei waren. Gut, ich mache mich jetzt auf den Weg runter zum Bahnsteig, filme da einfach nochmal lang, dass ihr nochmal den Eindruck oder einen besseren Eindruck von dem Umbauten im Dortmund-Scharnhorst bekommen könnt. Und dann sollte es auch schon gewesen sein. Ja, mein Gepäck, Stativ, alles da drin. Ja, so bin ich auf Tour. Ja, dann mache ich mich jetzt mal auf die Socken zum Bahnsteig. Dass sich jetzt hier nicht allzu viel getan hat, bis auf den Bahnsteig, den sie hier gemacht haben. Ja, und schon gleich gekrickelt, wie ich das da so sehe. Jojo, furchtbar. So ist das dann halt. Neue Beschilderung, die Gebüsche haben sie hier weggemacht. Man sieht jetzt da oben auch besser die Güterzugstrecke, die jetzt hinter den Bäumen herführt. Und da kommt ein Zug. Den schauen wir uns auch mal kurz an. Naja, im Großen und Ganzen haben sie den nur ein bisschen aufgepeppt, den Bahnhof. Neue Beschilderung, neue Bahnsteige und das war's dann auch. Moment, ich stelle mal mein Ding jetzt hier ab. So, jetzt könnt ihr nochmal alles hier genau sehen von unten, was sie hier neu gemacht haben. Ihr seht, hier ist die Brücke. Da wird wohl noch ein Fahrstuhl reinkommen, aber da hat sich bis jetzt auch noch nichts getan. Dann haben sie da ein Wartehäuschen hingemacht. Die Bäume gepflanzt, eine alte Mauer abgerissen. Es sieht alles für sich ein bisschen ordentlicher aus. Aber so großartig verändert hat sich der Bahnhof natürlich nicht. Die Bahnsteiglänge werden sie wohl ein bisschen kürzer gemacht haben, so wie mir aufgefallen ist. Ich kann also nicht mehr ganz so weit nach vorne gehen. Vorher konnte ich ja fast bis zum Stellwerk gehen. Das haben sie ja später dann nicht mehr erlaubt. Aber guck mal Leute, so sieht's aus. Haben sie nagelneu hier im Bahnhof gemacht. Der ist noch gar nicht so alt. Und da treten sie schon die Scheiben kaputt. Also es ist zum Mäusemelken mit den Leuten. Also wenn Leute nichts kaputt machen können, dann ist denen einfach nicht wohl. Also furchtbar. Ja, da könnt ihr es sehen. Also ich finde das traurig, dass da Leute immer alles kaputt treten müssen. Das ist also ein Unding. Ja, ihr seht, was hier los ist. Moment. Also wie gesagt, hier der Fahrstuhl. Ich denke mal, da kommt ein Fahrstuhl rein, oder? Oder vertue ich mich da? Na klar, da kommt ein Glasfahrstuhl rein. Das ist für Behinderte, die Rollstuhlfahrer, die dann da runter können. Gehe mal davon aus, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was es sein soll. Fakt ist auf jeden Fall, ich denke, die werden hier den Bahnhof so schnell fertig gemacht haben, dass hier der Zugverkehr gewährleistet ist, also dass hier alles wieder reibungslos vonstatten laufen kann. Und die Feinarbeiten, die andere Geschichte, das werden die wohl dann früher oder später machen, wenn sie mehr Zeit haben. Ja, mehr gibt es jetzt nicht zu zeigen. Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter. Wenn ihr mal guckt, jetzt hier hinter dieser Brücke, hinter der Autobrücke, von der habe ich ja auch schon runtergefilmt, hier ungefähr auf dieser Höhe war dann die alte Fußgängerbrücke. Die ist ja auch noch in diesem Video zu sehen. Ja, ganz früher muss ich dazu sagen, waren da vorne, wo ihr die ganzen Abstellgleise da sieht, also die ganzen Gleise, die da sind, da war früher von den Bahnbetriebswerk Spenfelde,
haben die hier immer Waggons zwischengelagert und haben die dann abgeholt und später dann zur Reinigung gebracht, durch die Waschstraße gefahren oder ausgesaugt, einfach sauber gemacht. Die haben sie dann aber später hier nicht mehr hinstellen können, weil hier die ganzen Graffiti-Sprayer hergekommen sind und die Wagen da beschmiert haben. Deswegen stehen jetzt hier keine Fahrzeuge oder keine Hänger mehr. Ja, ich glaube jetzt hier, wenn wir jetzt hier gucken, hier ist dann eine neue Treppe. Hier war wohl, glaube ich, dann der Übergang. Der Übergang zu dieser Seite, hier war das wohl. Ja, was sie auch neu gemacht haben, da gehen wir jetzt mal hin. Das ist jetzt hier der Weg nach oben. Aber ihr seht ja selber, es ist hier noch nichts fertig. Es ist alles noch hier provisorisch mit Absperrzaun. Da müssen die, glaube ich, noch alles richtig machen. Jo. So war das hier. Oder so sieht das jetzt aus. So Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, der Film hat euch wenigstens etwas gefallen. Wie gesagt, das war eine ganz spontane Geschichte, wo ich mitbekommen habe, dass sie den Bahnhof Dortmund-Scharnhorst umbauen. Habe ich mir überlegt, dokumentierst du mal das Ganze, fährst in verschiedenen Abständen hierher und machst ein paar Aufnahmen. Allerdings ist das nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum einen bin ich kein Profi, das sage ich auch nochmal dazu. Das merkt ihr ja sicherlich. Ich wiederhole mich bei einigen Dingen öfters, weil ich schon wieder vergessen habe, ob ich das gesagt habe oder nicht. Aber ich glaube, so ist das halt, so, das macht mich auch aus. Ja, und dazu muss ich sagen, der Sommer, der war so heiß, da habe ich echt nicht so den Nerv und Drang gehabt, bei der Hitze, bei 35, 36 Grad hierher zu fahren und hier rumzufilmen. Ganz ehrlich nicht. Also ich bin in verschiedenen Abständen hierher gefahren und habe auch ein bisschen was aufgenommen. Das habe ich euch ja auch alles in dem Video mit reingepackt. Muss aber dazu auch sagen, es war auch sehr schwer hier zu filmen, weil ich konnte ja nicht unten am Bahnsteig gehen. Ich konnte ja immer nur entweder oben von der Brücke oder von Distanz filmen. Und das war auch nicht gerade so einfach. Ja, und dann hast du das manchmal echt nicht so mitbekommen, dass hier was irgendwie was Spezielles gelaufen ist. Einer hatte mich zwar angeschrieben, sagte, jetzt kommt ein großer Zug, der hier Baumaterial bringt, lohnt sich zu filmen. Aber ehrlich gesagt, da habe ich null Lust gehabt, mich da anzuziehen und hier bei 36, 37 Grad in Hitze raus, um ein paar Aufnahmen zu machen. Zumal ich auch noch niemals wusste, wann der Zug genau kommt. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem einen kleinen Eindruck von der ganzen Geschichte hier bekommen. Und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich gucke mal, ob ich sowas in der Art öfters mache. Ja, über Feedback würde ich mich freuen, wie immer. Und ja, seid bald wieder dabei, Leute. Das war's jetzt auch. Und ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bis bald, euer Dortmunder Junge. Ciao.